Ich begrüße Professor Frank Decker, Politikwissenschaftler an der Universität Bonn. Aktuell liegt die Linke in Umfragen etwa bei 6 bis 8%. Bei der letzten Bundestagswahl hatten sie 9. Nun sind heute die 9 gewählt worden. Glauben Sie, dass die Partei dadurch an Zugkraft gewinnen wird? Also es liegt natürlich in der Logik der Linken, dass man hier nach Proporzgesichtspunkten ein Mann und eine Frau wählt, ein Vertreter des linken Flügels und des rechten, eher pragmatischen Flügels. Aber ob dadurch jetzt nennenswerte Zugkraft entsteht, da habe ich meine Zweifel. Denn die Linke ist in einer objektiv schwierigeren Situation als noch vor Jahren. Sie ist gewissermaßen eingeklemmt zwischen der AfD im Osten, die ihr dort ihren Rang als Protestpartei streitig gemacht hat, und auch zwischen den Grünen im Westen, die ja auch erstarkt sind, die vor allem diese identitätspolitischen Fragen, die ja jetzt auch die Linke versucht nach vorne zu bringen, ohnehin immer stark gemacht hatte. Und das hat ihr Potenzial verkleinert. Und das erklärt eben auch die abnehmenden Umfragewerte. Professor Frank Decker, vielen Dank für den Augenblick. Wir werden gleich noch einmal weitersprechen.